Ja, rennt mir hinterher. Gut, 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 gut. Jetzt locken wir den da erstmal weg. So, und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Scrap Mechanic im Survival-Modus. Heute gehen wir hier rein. Hoffentlich schaffen wir das in der Folge, wenn nicht ein bisschen schneiden. Oder weniger sterben, weil das kostet die meiste Zeit hier drin. Und jetzt schauen wir uns einmal erst hier unten kurz um, damit der Eingang soweit sauber ist. Warte, warte. So. So. Hier sieht soweit alles gut aus. Jetzt schauen wir uns hier einmal drin um. Ganz schon mal ausrüsten. Hier unten sieht es relativ sauber aus. Heißt, wir können eigentlich direkt rüber zum Fahrstuhl mal fahren. So, hüpfen. Denn ich möchte das so schnell wie möglich einmal durchmachen, dass wir es auf jeden Fall in einem Part schaffen. Denn die letzten Mal hat es auch ein bisschen länger gedauert, deshalb hier auch schon eine gute Vorbereitung. Etwas bessere Vorbereitung kann man eigentlich auch sagen. Ah, vielleicht doch noch ein Stück nach hier hinten stellen, wo ich nicht so offensichtlich bin. Da hinten habe ich einen gesehen, der ist zum Glück nicht mehr da. Ah, da ist so ein roter. Steht, glaube ich, direkt vorm Eingang, wenn ich es richtig sehe, oder? Oh, da bin ich gerade nur so knapp ausgewichen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den weiten... Ich finde, der ist gerade an so einer blöden Stelle. Was machen wir da am besten? Ich könnte einmal da reinfahren und dann schnell wieder wegfahren. Könnte riskant sein. Wir fahren einmal außen rum. Vielleicht kann ich ihn weglocken. Ja, weglocken ist gut. Oder irgendwo an der Stelle versenken. Damit er uns nicht mehr verfolgen kann. Oh, perfekt. Hier ist ein Eingang. Das kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. So, weg. Wenn die Kartoffeln möchte ich nicht gerne dafür jetzt alle verschwenden. So. Dann einmal hier das ganze Ding aufreißen. Dann werden wir da, glaube ich, einmal durchfahren und dann kriegen wir den weg. Ist die riskante Lösung, aber auch die sparsamere Methode. Ich darf jetzt keinen Unfall da drin bauen oder irgendwas Dummes darf passieren. Boah, hat das Blatt mich da jetzt erschreckt. Hat er mich gesehen? Der will mir doch nicht sagen, dass er mich jetzt nicht gesehen hat. Das kann nicht angehen. Ich dachte, jetzt rennt der mich so hinterher. Ich kann jetzt ganz gemütlich den irgendwie wegfahren. Irgendwo weg kurz. Aber nein, was muss natürlich passieren? Er sieht mich nicht und verfolgt mich nicht. Und wird jetzt gleich mich anrennen. Ich kenne doch diese Spiele. Kann das angehen? Denn wenn ich jetzt da reingehe, weiß, wenn ich rausgehe, steht das Ding genau vor mir. Mann, das ist eine... sehr dumme Idee, die du da hast. Wo rennt das Ding hin? Anscheinend ist so eine blöde Kuh wichtiger wie ich. Ah, ich muss jetzt erst raus, da die Dinger jetzt nerven. Ah, ich muss nur anfahren. Denn nicht, dass sie mir vorne die Reifen weghauen.
Ja, rennt mir hinterher. Gut, 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 gut. Jetzt lockt mir den da erstmal weg. Langsam weglocken. Aber ich darf jetzt nicht in was anderes reinfahren. Ey, nee. Ey, komm schon. Ich will das Ding nicht umbringen. Das Spiel zwingt mich, Sachen uns zu töten. Ey, nee, das kann jetzt nicht angehen jetzt. Komm, du blödes Mistding. Ja, geht doch. Heißt, ich kann jetzt den hier von hier abschießen, er wird mich nicht angreifen. Doch, er kommt, er kommt, er kommt. Gut, 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 es funktioniert, sehr schön. Sehr schön. Wir locken ihn weg. Wir haben ihn weggelockt. Jetzt schlachtet er da hinten die Kühe ab. Und jetzt weg, 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 weg. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Das hat sehr schön geklappt. Hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber es hat sehr gut geklappt. Da. Hier ein paar Kartoffeln weglegen. So, und jetzt schnell hier einmal hoch. Und dann sehen wir uns auch gleich oben. So, wir sind jetzt oben angekommen. Und jetzt heißt es wieder schleichen. Was das Zeug hält. Nein, sieht schon mal nicht schlecht aus. Sobald ich sage, wenn ich jetzt renne, werde ich auf jeden Fall sterben. Das weiß ich. Ich bin wieder zu unruhig bin, aber nicht dazu durchschleiche, brauchen wir an sich länger, was natürlich klar ist. Aber das Risiko zu sterben ist direkt mal geringer. Aha. Der hat zweimal geschossen. Das eine ging daneben. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich die Dinger abnormal stark finde, oder? Das kann ich nicht oft genug sagen. Vor allem im zweiten Stock waren ja auch noch die Dinger, die mich so mit Explosivwasser angeschossen haben. Das war ja noch schlimmer. Die haben sich dann einfach so weggesprengt. So was? Zum Glück. Ach, Fahrstuhl. Okay. Sehr vorsichtig. Hier ist soweit alles schön sauber. Ich mag es, dass es nicht, dass diese. Ich mag es bis jetzt, dass es. Dass sie breite Flure sind. Das war knapp. Lass mich da rein. Sieht soweit noch relativ gut aus. Die Frage ist halt wieder, wo ist dieser Fahrstuhl? Das ist die schlimmere Antwort. Nee, die schlimmere Antwort ist, weil ich das First Try schaffe, muss ich eh nochmal zurückrennen, weil ich Kartoffeln nicht genügend habe. Sauber. Ist hier einer? Okay, das war jetzt eher Glück statt Skill. Dass er versehentlich da die Kiste getroffen hat. Storage, das große Lager. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich da nicht durch muss, aber. Ja, das war jetzt ja. So. Ich würde mir hier so gerne Sachen mitnehmen. Diese Kisten würde ich mir gerne mitnehmen. Sieht hier da jemanden? Da hinten ist einer. Ah, das soll stehen bleiben. Das ist mir sonst zu riskant.
Ach, ich habe hier eh. Ja. Wenig. Okay, hier ist soweit alles clean. Hier ist nichts großartig Böses, was mich angreifen will. Noch nicht. Den nehmen wir wegsäubern, der muss ja später nicht mehr wegsäubern. Auch schön, wie ich wegsäubern benutze. Was für ein tolles Wort. Ich glaube, wenn ich hier schleiche, können die mich hier nicht treffen. Ich hoffe, sie können mich nicht treffen. Ja, gesagt. Rein, sauber. Was schießt hier? Hä? Hätte ich mir schon denken können, dass es der war. Bitte ist hier kein Bosswort. Bitte nicht. Fuck. Nein, das ist gar nicht gut. Ach komm, was soll's, ich hab hier so viele. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder oben an der Stelle. So Leute, mich hat hier nochmal einer aus dem Storage erwischt, deshalb nochmal hier kurz Konzentration. So, Munition holen. Sauber. Der ist weg. Einer weniger. Ja, hier ist jetzt noch einer drin. Hat uns weggeholt. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, wir kommen hier jetzt gut schnell durch. Sieht aber jetzt noch nicht so gut aus. Ehrlich zugeben. Das ist so gemein. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man den Dingern halbwegs ausweicht. Also wenn man so leicht links-rechts macht, treffen sie sich also nicht. Sehr wichtiger Tipp, den wir uns auf jeden Fall merken sollten. Boah, ich muss ein bisschen mehr. Ich darf mich nicht immer so erschrecken, wenn die auf mich feuern. Weil ich genau weiß, wenn die dich in zwei Schüssen wegkriegen, dann spielt man halt sehr vorsichtig. Elevator! Hunger, das ist sehr schlecht. Das ist dieser blaue Gang. Oh, ein Ananas. Ich glaube, Ananas war das. Nein, Ananas war das wässrige. Was der Brokkoli. Was man eigentlich auch schon was denken kann. Das war dieser blaue Gang. Okay, muss ich mir vielleicht merken. Weil ich glaube einfach den Gang nicht immer gelaufen bin. Also ich sag mal so, wir werden hier viel besser und schneller. Sonst habe ich eine Folge für einen gebraucht. Jetzt waren, okay, ich muss sagen, jetzt waren wir da. Die Fahrt wegrechnen, sag ich mal so. Mit Glück. Und wenn wir es jetzt direkt hinlaufen, können wir es vielleicht noch zu diesem tollen Kisten-Loot-Endraum. Oder wie ihr das immer nennt, schaffen. Oh, ich duck mich hier, nicht, dass direkt davor einer steht.
mir so schon ein bisschen hier in die Deckung. Na, jetzt muss ich Stockwerk lang, als er uns kurz laggt. Entschuldigt. Ah ja, jetzt kommt da keine Lag. Das dauert jetzt ein bisschen. Das klingt immer böse, wenn du gleich so einen Schuss hörst. Da ist zugeklebt. Hier bin ich sicher. Hier ist offen. Hier ist aber nichts, bin ich sicher. Das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr schlecht. Ich krieg jetzt noch da. Das ist sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man es im abgesperrten Reich hat. Denn jetzt können wir uns hier einfach die Gun nehmen. Okay. Jetzt. Oh nein. Nein, 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 nein. Mist, hätte ich mich mehr konzentrieren müssen, dann hätte ich sie bekommen. Da war die Konzentration schwach. Also, das ist leider gewesen. Er spawnt dann immer an seinem Spawnpunkt, weil die Welt neu geladen ist, er nicht als tot zählt. Spawnt halt wieder an seinem Spawnpunkt. Ich bin nicht hier. Fahrstuhl. Das wird vielleicht spannend. Ich tue jetzt die Aufnahme nicht kurz pausieren. Es bleibt drin. Ich krieg da immer so eine Todesangst, wenn das Ding mich anguckt, weil ich genau weiß, okay, bis ich da. Weg, 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 weg! Nächste hat sie unsere Welt nicht mehr. Und somit haben wir gewonnen. Und dann sehen wir uns wieder drüben im anderen Fahrstuhl. So, jetzt seid ihr wieder hoffentlich zurück. Jetzt tun wir uns da einmal so seitlich einschleichen, die da weg säubern. Es ist so gemein. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Bloß halt der jetzt mir noch so ein Klebeband ins Gesicht geschossen hat, Mensch. Einzige Beruhigte, was ich sagen kann, ist, ich weiß, dass die jetzt weg sind. Ich kann meine Loot holen. Und dann sehen wir uns wieder oben. Ja, es tut mir leid. Hab was gemacht, was ihr nicht gesehen habt. Aber bevor ich mein Zeug hatte, wollte ich mich hier erstmal versichern, dass ich nicht gleich nochmal abgeschossen werde und nochmal rennen wollte. Aber es tut mir leid. Aber jetzt haben wir hier ein schönes Loch. Ah, da hinten war doch so einer. Da hinten war doch so ein kleines Schweinchen. Glaube ich, hier beruhigt weitergehen. Da ist zu Räume sind immer gut, weil ich weiß, dass da nichts kommt. Na, war vielleicht doch nur ein Fehler in der Grafik. Aber den hole ich mir jetzt so von da oben. Spiel, du machst mir das wirklich nicht einfach. Genau das finde ich so blöd. Man hat nur den einen gesehen. Hier nur den einen. Und ja. Ah, apropos, ich habe herausgefunden, dass ich den Fahrstuhl nach unten schicken kann. Wenn ihr von oben drin diesen Knopf nochmal drückt, es reicht von der Reichweite, dass ihr den trifft, könnt ihr euch wieder nach unten schicken. Nur mal so als Erklärung, dann sehen wir uns wieder oben. Haha, wir sind wieder oben und warum kann ich manchmal mit der Waffe nicht sprinten? Das macht mich nervös. Das heißt, wenn wieder, ich renne jetzt hier beim Hammer durch, weil ich keine Lust habe, da durchzuschleichen, weil ich weiß, dass hier jetzt nichts Großböses auf mich warten wird.
Da ist nämlich nichts drin. Das Tolle, was ich sagen kann, ist eigentlich... Man erkennt nach einer Zeit ein Muster. Also ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr jetzt alle Parts anguckt hintereinander, die zeigen, wie ich hier durchrenne, dass ihr eventuell auch so ein angedeutetes Muster erkennt, wie es hier verläuft. Oh cool, Nahrung, Nahrung, sehr schön. Wird ja groß keinen anderen Weg geben. Weil das andere, glaube ich, geht diese Sackgasse. Das macht der, ist doch der, der Bumm macht. Ja, das war der Roboter, der Bumm macht. Hat er sich in die nächste Etage runter durchgesprengt? LOL. Abkürzung. Das war eigentlich genau das, was die Idee hat. Kann er, können die sich da unten durchsprengen? Frage gelöst. Ach, das sind wieder die Bananenkühe. Ach, da habe ich noch einen. Da sehe ich ihn. Da sehe ich das kleine Schweinchen. Macht er auch Wumms? Ha, er macht Wumm. So, Bananenkühe. Beschützt mich. Ah, das ist jetzt ziemlich ähnlich wie beim letzten Mal. Muss ich offen zugeben, weil da jetzt nicht gleich Lüftungsschächte sind. So, sehe ich euch auch weggeholt. Ja, das sind auch die Lüftungsschächte. Ach cool, da kann ich hier richtig abkürzen. Danke, Spiel, dass ihr mir so viel erleichtert. Es wird jetzt eine längere Folge, dafür werde ich dann nächstes Mal einfach, wie ich vielleicht eine 10-Minuten-Folge nur bringen. Aber ich habe euch versprochen, heute machen wir das einmal durch und dann machen wir das auch durch. Denn sonst habe ich in der letzten Folge, ist die Rückfahrt eigentlich das längste, was ihr seht. Danach habe ich auch keine Lust eigentlich mehr aufzunehmen und jetzt habe ich gerade noch richtig Lust dazu. Und deshalb sage ich mal so, nehme ich jetzt hier auf. Solange man Lust hat, sollte man aufnehmen. Kleiner Tipp für alle kleinen YouTuber, die auch anfangen. Denn ab dem, weil manchmal habt ihr so richtig Lust aufzunehmen und dann würde ich das auch auf jeden Fall ausnutzen. Denn wann Motivation da ist, solltet ihr das auf jeden Fall. Hallo? Was hat mich angegriffen? Zumachen. Sag ich mal so, ich bin relativ sicher, fühle ich mich. Dann gehe ich jetzt hier wieder weiter vor. Utilities. Storage. Storage klingt gut. Ist es wieder dieser fette Raum? Ja, ja, ja. Es ist dieser fette Raum. Rein da. Manuel, jetzt nicht übermütig werden. Sonst hast du ein Problem. Ich habe Hunger. Habe ich Essen? Oh, ich habe Essen. Ich habe Essen. Gut, 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 gut. Leute, wir haben es gleich. Wir haben es gleich so. Reinfuttern. Oh. So. So gefühlt habe ich, sage ich jetzt mal so, wir haben da insgesamt 3, 10, 4. Ne, wie lange habe ich offscreen gemacht? 10 Minuten oder so das Ganze laufen. So, wann du jetzt hier drin bist. Yes, Leute! Wir haben es wieder geschafft! Standardsitz? Standardsitz. Okay, nicht schlimm, aber. Hab was Besseres erwartet. Ein Elektromotor. Sehr schön. Kann man mal gebrauchen. Ah, coolen Sitz. Hat sich nur beschwert. Gleich Sitz. Noch ein Sitz. Okay, das mit den Sitzen reicht jetzt. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Einmal die Klamotten. Und wieder Ananas-Sitz. So. Jetzt gucken wir vielleicht nochmal nach drüben. Ob da jetzt vielleicht was drin ist.
Oder dieser Raum immer noch leer und unnütz ist, kann ich jetzt hier was abbauen. Also ich kann hier die... Das kann ich mal probieren, Sprengefallen zu bauen und dann hier vielleicht alles in die Luft zu jagen, mich hier durchsprengen. Aber somit würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Nein. So, dann würde ich auch mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Scrap Mechanic im Survival-Modus, wo wir wieder ein bisschen Unboxing betreiben. Und dann sage ich mal, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Und falls es noch nicht getan hat, könnt ihr den Kanal auch noch gerne abonnieren. Und somit sehen wir uns in einer weiteren Folge. Bis dann. Ciao.